Ja, wir haben schon mal gehört, dass die neue Norm diesen Progressivansatz in einem QM-System über das Thema fortlaufende Verbesserung unter Punkt 10 praktisch bewältigt. Und der QMB sollte da auch besonders Einsatz zeigen, weil da kann man am besten zeigen, dass man nicht nur stehen bleibt, sondern auch vorankommt auch. Und da fallen halt auch Begrifflichkeiten, die auf diesem kleinen Chart auch mal dargestellt sind. Qualitätsplanung, Qualitätsregelung, Qualitätsverbesserung. Beispiel, nehmen wir an, ich bin in der Produktion und will hier Laserpointer erzeugen und ich muss jede Woche vielleicht 1000 Stück machen. Dann ist klar, dass im Rahmen der Qualitätsplanung erstmal festgelegt werden muss, welche Merkmale ich zum Beispiel während des Produktionsprozesses messen muss. Hier gibt es ja eine Menge Merkmale dran. Ne? Die Anzahl der Kratzer hier auf der Oberfläche sind andere Merkmale als das Gewicht des Laserpointers. Das wiederum ein anderes Merkmal als eventuell die Laserleistung. Und diese Merkmale muss ich im Rahmen der Planung erstmal festlegen. Natürlich hat das auch damit zu tun, was der Kunde vor Ihnen will, welche Spezifikation er eingehalten möchte. Ja? Das passiert im Vorfeld. Dann werde ich natürlich diese Merkmale auch kontrollieren, regeln. Vielleicht sogar mit einer Qualitätsregelkarte. Die Qualitätsregelkarte ist ein sehr schönes Tool, sieht aus wie ein Zeitreihendiagramm, hat noch ein bisschen Statistik im Hintergrund. Eine Qualitätsregelkarte kann zeigen, ob ein Prozess beherrscht ist. Ja, und sie kann auch zeigen, im Prozess den Unterschied zwischen systematischen und zufälligen Fehlern. Systematische Fehler sind oft so Dinge wie, oh, ein Rohstoffchargenwechsel bringt plötzlich eine ganz andere Welt mit sich, oder ich habe so einen Trend, wie so ein Werkzeugverschleiß könnte das begründen. Ja, und eine Regelkarte wird oft in Produktionsbereichen, aber auch in Verwaltungs- und Administrationsbereichen eingeführt, um einen Prozess dauerhaft praktisch zu regeln, zu kontrollieren. Qualitätsregelung. Jetzt ist es so, dass Sie vielleicht sehen, oh, ich habe im Mittel immer so 7% Verlust und Sie sagen sich, ist mir zu viel. Ich habe ein Qualitätsziel, wo ich sage, ich möchte 7% Verlust auf kleiner gleich 3% Verlust reduzieren, bringt mir so und so viel Geld und mache daraus ein Projekt. Und dann ist klar, dass wir erstmal nach Ursachen forschen müssen. Was können denn die Gründe sein für diesen chronischen Verlust? Und da sieht man schnell, man hat ja nicht immer 7%, man hat auch mal 12 oder mal 5, mal vielleicht gar keinen Verlust. Und dann sieht man, warum läuft der Prozess manchmal besser, manchmal schlechter? Da liegt ja eine gewisse Variation vor. Und wenn man da eine Regelkarte nutzt, kann man sehr schön sehen, ah, guck mal, wir haben ab und zu hier Trendprozesse, Mittelwertverschiebungen. Und wenn man die korrelieren kann, mit bestimmten Ereignissen auch, und nimmt diese Fehlerursachen, zieht die aus dem Prozess heraus, entfernt die also, dann schaffe ich ja eventuell den mittleren chronischen Verlust von 7% Verlust auf vielleicht kleiner 3% zu bringen. Ja? Da nutze ich manchmal auch noch Methoden, wie Ishikawa-Diagramm zur Ermittlung potenzieller Fehlerursachen auch, ne, und, und. Da könnte der QMB auch beraterisch unterwegs sein, den Leuten zu zeigen, wie man diesen Problemlösungsprozess vielleicht darstellt dann auch, ne, und auch vielleicht die eine oder andere Methode auch wählt. Ja. Und am Ende sieht man einen deutlich besser kontrollierten Prozess mit vielleicht weniger Streuung und auf dem Niveau, was ich oder mein Kunde haben möchte auch. Und da habe ich praktisch aus dem Prozess gelernt. Ich habe also eine Art Lektion erfahren, die ich mir selber beigebracht habe auch. Ne? Und diese ständige Verbesserung kann ja weitergehen. Es kann ja sein, dass ich im nächsten Jahr wieder ein Projekt mache, auch 3% Verlust. Wer weiß, ob wir nicht auch 2% Verlust oder weniger schaffen. Und die dabei entstehenden Einsparungen, ja, oder Kosten, die nicht anfallen, hat ja sofort was mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Merken Sie, der QMB ist also stark auf der wirtschaftlichen Seite unterwegs, obwohl man es manchmal gar nicht auf den ersten Blick ansieht. Sind eigentlich die Erfüllung der Normpunkte immer auch geeignet, letztendlich nachher mehr Geld im Portemonnaie zu haben, indem also Potenziale gewonnen werden oder bestimmte Kosten erst gar nicht einfallen. Also hier haben wir ein paar Schritte kennengelernt auf den Weg zur Verbesserung, Qualitätsplanung, Qualitätsregelung, Qualitätsverbesserung dann auch. Ja, das also zu dem Thema ganz kurz.